Kapitel 7. Verbrecher. Als ob, das war nimmer hoch. Jep. Ah. Neuer Verband. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Was? Nein. Amicia. Bam. Direkter Knockout. Weißt du, so ein unwerfender Anblick wie mein Gesicht, ne? Ist sie gleich direkt umgefallen. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht raus konntest? Ja. Oh, ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor, die kenne ich irgendwoher. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte. Hab doch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft dran. Also erstens, ich glaube, gegen ihn haben wir schon gekämpft. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Und eine Schleuder und eine Armbrust. Wir suchten Mann, der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Oh. Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Ja. Sie mag ihn. Definitiv. Und, was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... stink ich so? Nein, es riecht nach Seetang. Na komm. Seetang. Warte, wir müssen reden. Nicht jetzt. Das Meer ist gleich dort. Ja, ja. Hugo, es ist wichtig. Ich würde gerne erstmal Loot nehmen. 5 Stück. Wir bauen jetzt endlich mal Werkzeug. Das letzte Mal war uns ja verwehrt. Amicia. Was machst du da? Boah! Gelte, das ist ein Überfall! Du hast ihn aber nicht in deinem Traum kriegst du mich nie. Und einem anderen erzählt. Hugo, komm zurück! Ich will nicht spielen! Und ich rede nicht mit Angsthasen! Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Kleines was? Ja... Hugo, schön, du sagst gar nichts. Mal. Da lässt sich's aushalten. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot.
Charmant. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung? Ja, die richtige Einstellung, die richtige Einstellung. Sie ist schon, ja, wie sagen wir es? Charmant. Hey, pass auf! Danke. Na gut. Und... Wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal. Sie füttert dich gut. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Ja. Loot. Oder Werkzeug oder irgendwas. Eben Arbeitskollegen geschrieben, mache ich gerade Corona. Was? Eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Mache gerade Corona-Test. Mich sofort angerufen. Mach keinen Scheiß. Okay. Läuft. Ja. Ist aber so, ne? Wenn du irgendwie krank bist, dann ja, krank. Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat! Angriff! Angriff! Haha! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh, wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, war's. Ja, lass dich überraschen, aber halt mich gerne auf dem Laufenden, weil du solltest natürlich jetzt vielleicht nicht krank werden mit Corona. Erkältung, okay. Ist scheiße, aber Erkältung ist okay. Corona braucht man nicht unbedingt. Das bestärkt bloß unseren Karl. Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Solange ich lebe, wird er das tun, was ich ihm sage. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Sag, wenn du bereit bist. Ja, ich guck mich erstmal um. Alles klar, aber trotzdem. Okay, das heißt, wir kriegen hier Rattenbesuch, so wie es aussieht. Lassen wir uns überraschen. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Messer. Jetzt besser. So, da ist Loot. Loot für die Welt. Ja, eine normale Erkältung wäre ja auch deutlich angenehmer. Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe? Na, siehst du mal. Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Erst Blumen, jetzt Federn. Ja, was sammeln wir jetzt überhaupt? Blickt doch kein Mensch mehr durch. Was? Los, gehen wir zurück. Ja. Okay. Ah, okay. Ich helfe dir, Amicia. So, Dolly. Weiter so. Anno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Ah! Oh, Scheiße! War klar. Die mögen dich anscheinend. Die hätten mich fast erwischt. Ihr seid so krank. Komm, na gut, wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren?
Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt, jetzt schaffe ich das. Sei vorsichtig, ja? Ja. Die gehorchen dir wirklich. Wie machst du das bitte? Wo hast du das gelernt? Psst. Fertig. Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut. Alles klar. So. Und jetzt? Was tun wir jetzt hier? Hallo. Jetzt nicht dieses Boot ins Wasser ziehen, oder habe ich da jetzt irgendwie was falsch verstanden? Hier geht's zu deinen Schmugglern. Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also okay. Auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Ja, mir gefällt das auch nicht. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Ach, du guter Gott. Och, nö, ey. Oh, oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. So. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Okay. 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 Das sind schon mal deutlich weniger. Aber es werden natürlich schnell wieder mehr. So, was können wir hier verwenden? Nichts. Aber wir können... da hinten ausmachen. Und dann... mal dahinter latschen und gucken, was da ist. Atme durch! Okay. So. So. Na? Haben wir noch zufällig einen Topf? So, jetzt. Gefällt mir besser. Dreh nicht die Kamera, du scheiß Spiel. Ab nach oben. Verstanden.
läufst du los und dann dreht das Spiel die Kamera. Da könnte ich kotzen bei sowas. Hoch! Jetzt! So. Geht klar! Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen? Den brauche ich. Dieses Stöckchen? Komm, einfach mit. So. Nehmen wir erstmal das da. Okay. Jetzt habe ich vorhin das geht mir nie aus dem Sack. Habe ich vorhin das Licht ausgemacht, ne? Klar. Müssen wir halt schauen, dass wir da das Licht wieder ankriegen. Das gefällt mir noch viel besser. Wenn da ein Lichtlein brennt. Kann ich diesen Stecken wieder aufnehmen? Nein. Ab nach oben. Verstanden. Nein, da, danke. Wäre eigentlich praktisch, wenn er jetzt auch so ein Stecken nehmen würde. Dann hätte man nämlich ein bisschen mehr. Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Okay. Geschafft. Kinderleicht. Genau das Wort habe ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie, Kurzer. Oh. Ja, nicht unbedingt. Oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hier bleiben? Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht, warum. Na gut, einmal durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Ja. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Der wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Okay, lecker. Ihr seid also aus Gyen. Da hat alles angefangen. Ihr... Es war keine Absicht. Was ist das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Nice. Die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Das ist architektonisch für Ratten. Krass. Das ist Irrsinn. Himmel, dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Ja, ist es auch. Hier lang, glaube ich. Vorsicht. Okay. Oh, der Boden ist ziemlich instabil. Habt ihr nicht gleich recht? Scheiße! Hallo! Oh Gott, nein! Sie kommen zu mir! Schnell, ich brauche Licht! Warte, warte, lass mich! Schneller, raus! Da! Ja! Verdammte Scheißviecher! Alles klar? Noch heil? Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze und die mich angreifen wie ein Sonntagsbraten. Hugo, wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Sei Peter. Auch.
Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich... Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi Sungris. Was? Du hast recht. Da ist es wieder. Anno! Ach, endlich. Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut. Ich bin bereit. Ja, dann werf. Auf dein Zeichen. Perfekt. Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht sei Peter? Aha. Hier, Odorus, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus. Odorus lockt Ratten, was? Wo muss er hin? Schaff's! Jetzt! Es klappt! Ja, weiß nicht, was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Ja, dann mach. Übernimm du das, Anno. Los. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Mal sehen. Deine Armbrustmagie, ja. Du kannst aufhören. Schon dabei. Okay. So. So. Okay. Naja, das bringt nichts. Hoch, jetzt! Sicher! So, was kann ich tun? Brennt das noch? Ja. Du bist dran, Anno. Einverstanden. Genau, so. Und jetzt? Lass es! Los! Brennt es, genau. So. Amicia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odorus. Ah. Ich überlasse es dir, Anno. Los geht's! Ja, das würde sogar Sinn ergeben. Das reicht, hör auf! Einverstanden. Übernimm du das, Anno. Schon dabei. Echt jetzt?
Guck mal. Da hat das Spiel mitgedacht. Da, das sollte halten! Sag, wenn ich loslassen soll! Hey, lass gut sein! Los geht's! Lauf, Anno! Und wie ich laufe! Was zur Hölle ist das? Der Boden ist ganz klebrig. Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Macht ihr Witze? Lecker. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja, genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheiße lassen mich wie einen Grünschnabel aussehen. Ja. Jetzt bist du gewappnet. Ja, kickst du, was? Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, wir kommen hier raus. Wartet, ich weiß was. Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Praktisch. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Praktisch. Aus dem Weg. Das ist praktisch. Ja, will ich haben. Da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weich zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben alles klar, Sailor. Viel Spaß im Lurk und viel Spaß beim Testen. Aber bei einer Arme ist gut durchgebraten. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Läuft. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. Praktisch. So, Schluss jetzt. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Wir sind durch. Ab nach unten. Klar. Praktisch. Und sie kann wieder trotz Verletzung wunderbar springen. Perfekt. Diese maximale Schnellheilung ist atemberaubend. Mal sehen, was sich machen lässt. Jetzt endlich? Nein, mir fehlt immer noch Material. Krieg aber auch gerade nichts her. Ja, vielleicht kriegen wir noch was her. Schön wär's. Ist das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das Boot fährt nirgendwo mehr hin. Oh, da stand der Name. Ich kann ihn nicht mehr lesen. Ja, der Rumpf hat auf seinen Reisen viel Sand und Felsen gefressen. Oh je, es ist schlimm, seinen Namen zu verlieren. Wir taufen es neu. Darf ich? Klar, warum nicht? Das hat es sich verdient. Ich nenne es die Unsterbliche. So sieht es auch aus, ja. Tja, tot ist erst, wer komplett unter der Erde liegt. Dann bekommt es seine wohlverdiente Ruhe. Kommt. Ah. Wieder eine Erinnerung geschaffen. Gott, wir sind so gut. Ach nö, ey. Schon wieder Ratten. So, und jetzt? Naja. So. Äh,
Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? So. Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit. Eine Heilige. Ach ja? Eine Heilige? Oh nein. Okay. Ich würde nicht so nah an die Ratten rangehen, mein Schnuckelchen. Das ist Stroh, das brennt nicht lang. Jetzt aber schnell. So, zack. Machen wir Episagus. Wollt ihr mich verarschen? Tontöpfe habe ich natürlich keine, ne? Irgendwas, was Feuer macht, habe ich natürlich auch nicht. Also... Oh, ich hätte nur verpüriert, falls sie mich angreifen. Dann machen wir das so. Komm her. Ich könnte es ja versuchen, aber ihr kriegt mich nicht. Na. Echt jetzt? Wow. Wollt ihr mich jetzt verarschen? So geht's natürlich auch, ne? Komm, konter halt mal direkt. Ja! Ja! Nur ja! Nicht! Verdammt, nein! Okay. Hätte klappen können, dass wir einfach durchlaufen und dann er und dann. Oh. Das ist ein großes Boot. Hey! Oh. Gefunden? Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Sieh dich um. Das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Los, nicht was. Na los, ich schau zu. So. Ach komm. Ach komm. Geht eh mir auf den Sack, ihr scheiß Ratten. Ja, wir mögen dich. Ist auch eine Option. War das? Ist da jemand? Sollte mich mal umsehen. Oh nein! Jemand ist hier! Was jetzt, Amicia? Oh. Wir haben Besuch! Sie kommen! Ah.
Eindringlinge, halten wir sie auf! Ja, ich mach kurze Putze. Runter von mir! Hast mich gerettet. So viele Ratten, Amicia. Gib acht! Ich schaffe es! Halt! Habt ihr nichts versucht? Verdammte Ratten! Ach komm, ich hatte doch Irid. Das ist ein großes Boot. Hey, ich hab den Spuren gefunden. Nichts. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten. Sieh dich um. Das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten. Ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Dieses Geräusch. Nein, nein, nein! Amok. Hübsch gemacht. Danke. Da kriegst du besser hin. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Mal hier ein schönes Feuerchen, bitte. Und nach Möglichkeit. Gehen wir mal hier noch so ein bisschen die Sachen durch. Da war doch vorhin eine Truhe oder so, ne? Die sind auf Schmugglerjagd, trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence Wahnsinn. Zu säubern. So ein Irrsinn. Definitiv Irrsinn. Ach ne, das haben wir ja schon alles gemacht. Komm, haut ab. Geht einfach auf die Seite. Auch kein Mensch. Komm. Okay. Na komm. Nice. Was nicht stimmt. So, machen wir hier mal ein schönes Feuerchen. Was ist das? Sie sind danke für die Hilfe. Bleib in meiner Nähe. Los, hoch da. Schon dabei. Ist da jemand? Ihr da, stopp! Oder ich halte euch auf! Mach du Sack. Ah, praktisch, danke. So. Okay. Irgendwie zufällig eine Fackel oder so hat keiner dabei, ne? Nein. Dann. Können wir wohl auf das hier zurückgreifen? Jetzt schnell durch. Und jetzt? Da unten die Fackel beim Wrack. Da ist es. Gut. Ich hoffe, Sophia ist noch hier. Was? Warum sollte sie weg sein? Oh, sie ist etwas unberechenbar. Nein, nein, sie muss hier sein. Ja. So.
Dann machen wir mal ein bisschen Licht. Man weiß ja nie, ne? So. Oh nein! Boah, komm. Warum? Ich dachte, bei Tageslicht hauen die nicht ab. So, dann schauen wir doch mal, ob man... Heißt Sophia der Drachenkopf, weil sie Feuer spuckt? Ihr Boot heißt Laskas. Das ist eine Fischart hier mit giftigen Stacheln. Man nennt sie auch Drachenköpfe. Oh. Sie kann bestimmt auch Feuer spucken. Ach komm. Kann doch gar nicht sein. Da steuerst du weg. Und dann? So. Okay. Muss man nicht verstehen, ne? Irgendwas, wenn ich das jetzt da hinstelle. Außer dass ich jetzt schnell sein müsste. Ja, wir sind hier. Und wenn sie ein Drache ist, ach, wird schon alles gut. Ja. Diskreter Weg für diskrete Leute. Ein diskreter Weg, ein Loch in einer Wand. Super diskret. Absolut super diskret. So. Das Versteck ist gleich da hinten. Nein! Nein! Ich habe Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen mehr Wasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber es ist tief. Nico, bitte. Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehme dich an deine Angst. Recht. Ich trage dich und damit ist Schluss. Na schön. Gut. Tja. Na bitte. Da brauchst du dir nichts denken. Ist dir das hoch genug? Eine Vaterfigur ist einfach wichtig. Nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum man mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir. Warum laufe ich, als hätte ich irgendwie so ein bisschen... Wie geht's? Erektale Schmerzen? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Du brauchst dir nichts dabei denken. Manchmal ist eine Art Vaterfigur einfach wichtig. Ist einfach so. Schwester hin oder her? Danke, Anu. Ja, danke. Also dann auf zum Drachenkopf. So. Ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Na, dann bitte sehr, komm.
Na? Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Kickst du, wa? Anu. Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester muss noch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Na klar. Einfach mal Urlaub machen. Warum nicht? Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens. Charmant. Des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja? Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja. Gehen wir. So. Du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Klingt doch nach einem Plan, oder? Tja. Oh, es regnet ganz schön doll. Ja, wohl ein Hitzegewitter. Hallo? Seht ihr das Licht? Wow. Das ist der Leuchtturm vom Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid ihr? Kommt verdammt! Her. Bleib hier! Ah. Was machst du da? Hey, hör auf! Wow. Jetzt hast du es geschafft. Da kommt noch einer. Ja und? Den knöpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott. Hey. Endlich! Gehört ganz dir, Anno. Ja! Ja. Nur du. Wäre schön, ne? Verlieren kam nie in Frage. Das ist ganz praktisch. Ich kann's sehen. Das sehe ich. Was auch immer hier los ist. Okay, wir können quasi sneaky sein oder wir können angreifen. Okay. Ganz praktisch. Und wenn die schon wieder die Fackeln rumtragen, gehe ich immer davon aus, dass wir auch gleich wieder Rattenprobleme kriegen. Natürlich, sie macht ihnen schon seit Jahren die Hölle heiß. Weil sie praktisch. Richtig. So, wir können. Na, ich würde sagen, wir gehen mal auf Sneaky. Weil ich würde gern die Fähigkeit Sneaky ein bisschen ausbauen. Bleibt stehen, der läuft ein bisschen rum. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir da schön durchkommen. Was die zwei da machen. Aber bei dem Wetter sollten sie mich theoretisch nicht sehen. Ist Sophia deine beste Freundin? Nicht wirklich. Wir sind gute Partner, aber keine guten Freunde. Und was heißt das? Wir arbeiten gut zusammen, aber irgendwann gehen wir uns an die Kehle. Wie schockierend. Ja. Schockierend. Okay. Okay.
Kann man die zwei irgendwie ablenken? Ja, der Kampflärm lockt die Gegner. So, kann ich die irgendwie ablenken? War das? Vergessen wir das Ganze. So, soll ich jetzt an euch vorbeikommen? Also ich muss. Arno, schnapp ihn dir! Bereit für den Kampf! Ja, komm nur her! Ja, komm, mach. Mach mal. Keine Angst, ich treff immer. Hilf mir, schnell! Ihr könnt nicht weit sein! Ach komm. Er ist ziemlich schwach. Okay, dann machen wir das gleich nochmal. Aber ich mische mich gleich mal mit ein. Gehört ganz dir, Arno. Kämpfen wir! Eindringlinge, alle zu mir! So, mach ihn platt. Wo ist dein Kumpel jetzt? Kommt her! War klar, dass ich siege! Komm, mach ihn platt. Wir sind Eindringlinge! Eindringlinge! Geht doch. So, geht doch. Jetzt machen wir mal leise. Sind alarmiert. Gehen wir mal verstecken. Lass sie nicht entkommen! Wird gemacht! Gut. Die Lage ist wieder halbwegs sicher. So, wie viele Pfeile haben wir jetzt? Zwei Pfeile bloß. Wow. Sind da richtig großzügig mit den Pfeilen da. Ich würde die gerne mal selber herstellen, wenn das recht ist. Aber ich kann nicht mehr herstellen. Igni für Herstellung, ja gut. Ich kann keine Pfeile herstellen. Schade. Das wäre noch schöner, ne? Wenn ich mich selber mit Sachen jetzt fällt mir das dort nicht ein. Versorgen könnte, danke. Ja, geht klar, natürlich. Immer. Was auch immer du willst. Komm, bitte lass da irgendwo wieder Ratten rauskommen. Das wäre nämlich äußerst hilfreich irgendwie. So. Seid ihr alle da? Ja. Nice. Sehr schön. Hat eine Nachricht bekommen und ja, hoffen wir, dass das so schön klappt. So, den könnten wir eigentlich schnell ausschalten. Halt die Klappe und stirb einfach. Schade, dass ich zwei Schuss gebraucht habe für dich, aber du bist weg. Ach komm. Ich kann ihn nicht wirklich unterstützen. Die Schmuggler können uns doch egal sein. Die Ratten bringen Tausende um. Ich bin mir nicht sicher, ob der Graf weiß, wie ernst die Lage ist. Ganz schön viele Männer für ein paar Schmuggler. Der Graf ist ein Mann von Recht und Gesetz. Ein gottverdammtes Arschloch. Aber er hat sich irgendwo verkrochen, der Feigling. Du kannst ihn wohl nicht leiden. Wir hassen einander. Okay. Hey, alles klar bei dir? So. Scheiße. Was hast du denn? Hey!
Mause tot. Ich weiß, dass sie hier endlich... Oh, das brennt echt wie Zunder hier. Wenn es noch immer so brennen würde, wenn ich das versuche anzuzünden. Ach, guck mal. So. Es sind zu viele Ratten. Vor allem, wo kommen die jetzt auf einmal her? Das ist ein ekelhaftes Geräusch. Salpeter. Okay. Wären hier noch neue Gegner? Sehr schön. Dann gönnen wir uns das mal. Ich muss das Salpeter benutzen. Nichts. Was ist das? Was zur... Hey, ist da wer? So. Ich komme. Ja, ja, ich komme auch. Ja. Ich will nicht sterben! Und was macht er jetzt? Ich muss nur, dass ich es schaffe. Da war da! Eindringlinge! Sie haben uns gesehen! Ja! Ich mach kurze Prozess! Wow! Ja. Mal sehen, wie du alleine zurechtkommst! Ah, ich kann die Rüstung knacken. Das ist nett. Das ist super. Gut zu wissen, dass man da die Rüstung knacken kann. So. Also können wir jetzt außen rum oder da innen durch. Okay. Müssen halt schauen, dass man da. Gib Acht! Ja, Stresslevel wird zu hoch. Wir rein. Ja. Ich kann es jetzt nicht brauchen, dass hier irgendwelche Ratten auftauchen. Sehr heavy. Da hinten sind noch zwei. Was war das? Was ist? Erledige ihn, Anno. Die waren das, kein Zweifel. Ha! Ihr schafft es nur zusammen. Ha! Wo ist dein Kumpel jetzt? Werf halt einen Stein, du Dominus. Angst vor einem fairen Kampf. Mal sehen, wie du alleine zurechtkommst.
Na komm. Sehr schön. Danke. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir hier ungesehen durchkommen. Oh Mann. Und der Kleine muss sich irgendwann mal wieder beruhigen, ne? Da vorne sind sie. Okay, da haben wir noch ein bisschen weit weg. Kommen wir da problemlos runter? Ah, sieht gut aus. Ganz langsam. Ganz langsam und leise. Komm, ab. Seid ihr die Einzigen? Ja. Na dann. Hallo? Ach, von da oben kann ich es nicht anweisen. Eieieiei. Arno, schnapp ihn dir! Bereit für den Kampf! Störenfriede, schnappt sie euch! Ah. Ah. Dein Ende! So. So, komm, stirb. Sehr schön gemacht. Man muss ihn nur ein bisschen unterstützen, dann fühlt er sich auch sehr wichtig und hilft uns besser. Paar Töpfe. Ist noch irgendwas für mich? Ich nehme Pfeile, ich nehme Töpfe, ich nehme Salpeter, ist mir egal. Hauptsache es ist Loot. Ja. Erledige ihn, Anno! Kämpfen wir! Ihr habt hier nichts verloren! Ach komm. Hör auf! Sehr schön. Geht doch. Man muss dich nur ein bisschen unterstützen, dann geht es auch. Das Problem ist, er darf halt nicht vor die Schleuder laufen. Weil sonst schieße ich nicht. Was irgendwo nachvollziehbar ist, aber es ist ein bisschen blöd. Hier wird's langsam schlimmer als in Guillaume. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haare. Mein Werk. Oh, bitte. Oh, komm. Also, wenn der Kopf nicht hält, ne? Aber Hauptsache die Frisur hält. Neue Raffinesse-Fertigkeit. Ah! Was durch Optimierung von Alchemie kann man ja bei Herstellung von alchemistischen Munition eine Ressource sparen. Ja, geil. Das ist cool. Das heißt, wir brauchen weniger und kriegen unterm Strich dann mehr raus. Das ist sehr gut. Der Regen wird schlimmer. Das ist nur ein Sturm. Hoffentlich lässt er nach, bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Ja, hoffentlich. Hoffentlich wird sich der Kleine langsam beruhigen, dass ich die Ratten besser benutzen kann. Das bedeutet Pech. Ist nur ein Boot. Es heißt Laraskas. Der Fisch bedeutet Pech. Für dich bedeutet alles Pech. Los, patrouillier weiter und pass auf deinen Arsch auf. Genau. Gleich da. Laraskas, lass die Kanabe. Gehen wir weiter. Ja, ich bin doch schon dabei. Denkt ihr immer noch, ihr kriegt mich? Ja. Denken wir. Wir müssen nur leise genug sein. Okay, da drin ist Loot, das ist gut. Ist schön, dass im Bildschirm so ganz leicht angezeigt wird, so hey, Vorsicht, da könnte jemand sein. Soll ich mein Messer opfern? Wäre kacke. Ich hätte gerne den Loot. Diese Soldaten sind eine Schande. Deine Männer sind auch nicht besser. Gesetzloses Pack alle zusammen. Typischer Söldner. Kann ich ihn... Arno, schnapp ihn dir! Ich bin immer kampfbereit. Ja!
Nur du und ich. Sehr schön. Und dein Schwert steckt in der Luft. Ganz praktisch. Diese kleinen Grafikfehler sind schon irgendwie niedlich manchmal. So. Komm, geh mal aus dem Weg, Digga. Vorsicht beim Fall. Ich gebe mein Bestes. Sand ist ja wenigstens schön leise. Ah, okay. Das könnten wir entzünden jetzt. Alles klar. So. Wo muss ich überhaupt hin? Ich müsste erstmal schauen, dass ich die Jungs und Mädels da unten ein bisschen mal mit den Ratten beschäftigen lasse. Wo ist er denn? Da hinten ist er. So, gehen wir mal auf Hand und auf. Ist das eine Fackel? Nein, es ist natürlich ein Stein. Heute nicht, ihr Biester! Komm jetzt. Komm mal her mit einer Fackel. Wir kriegen dich ganz schnell klein. Also mit Rattenpower natürlich, aber egal. Er lässt sich halt ganz schön Zeit bei seiner Patrouille. Er kann sich ruhig mal ein bisschen schneller bewegen. Und tschüss. Ich freue mich. Wir sind fast da. Nö, ja, eigentlich nicht. Es sind die Ratten. Es waren schon immer die Ratten. Ekelhafte Mistviecher. Schrei halt noch ein wenig rum, du Vollidiot. Komm rein jetzt. Meine Güte. So, was haben wir denn Schönes bekommen? Harz und Alkohol. Alkohol ist gut. Das heißt, wir können Teer herstellen und alles Brennbare. Tschüssi. Arsch. Geht einfach meine Boys los, weißt du? Dann. Kaum hat er kein Licht mehr, stirbt er. Ja, moin, Benny. Alles fit? Komm, gib mir halt mal Werkzeug, das mal. Alles fit. Alles fit klingt gut. Hast du frei oder Spätschicht oder Nachtschicht oder was? Wie, wann, wo? Verstanden. Die geilste Sau auf Twitch. Na was denn? Wer ist da? Genion? Los, hoch da. Moin, Chris. Na? Uli Sau. Wer ist fit? Da drüben ist einer, okay. Was gab's? Oh, nochmal Stücke.
Krank geschrieben und ab morgen 2,5 Wochen Urlaub. Ah, naja, so geht's auch, ne? Ich bin es auch bis 20. daheim. Dein Geschmack ist nicht übel. Ich kenne Chen Yan schon von ihrer Anfangszeit. Ich habe sie von Anfang an, oder ziemlich von Anfang an schon gesehen. Und ja, ist eine hübsche, muss man einfach sagen, ist so. Aus der Nähe sieht alles groß aus. Da hat mich einer gesehen. Sollte ich mir genauer ansehen. Ja, dann kommen wir mal rein. Alle zu mir! Hier sind Eindringlinge! Sie kommen! Ja! Nur du und ich! Bleib sofort stehen! Ah ja. So. So, runter. So. Ah, Chris ist der geilste Witcher auf Twitch. Wenn du es zu schnell sagst, ist er der geilste Wichser. Hier drüben! Wow, der kontert natürlich nicht lang, ne? Der gibt natürlich nicht lang. Ich bin auch ein Hirsch. Oh. Das stimmt auch wieder. Okay, den Bruder da hinten, den darf man nicht so schnell anlocken, weil den kann man nicht so leicht kontern. Du gehst natürlich außen rum, du Volleimer, ne? Anstatt durchs Fenster. Bleib stehen. Na? Du siehst mich nicht. So, jetzt gucken wir mal. Da drüben ist der Bruder Kugellager. Sind da irgendwo Ratten? Naja, aber wir könnten mit Saipeter seine... einen Morgenstern löschen. Und schon ist er nämlich nicht mehr so schlimm. Bist du behindert? Naja, bleib doch hier. Soll ich an denen vorbeikommen? Zeitlich! Ah, und waren bestimmt die! Er kommt her! Ich sehe sie! Da! Lass sie nicht entkommen! Gehört ganz dir, Anno! Ja! Komm nur her! Ergreif die! Die sind so beschissen. Oh, so geht's auch. Eindringlinge! Zu mir! Ach komm, Anno, mach halt mal selbstständig auch was, oder? Oder muss ich dir denn alles sagen? Haltet sie auf! So, danke. Danke. Ihr gehört mir. Sie haben uns. Arno, schnapp ihn dir. Ja, nur du und ich. War klar, dass ich siege. Okay, so geht's auch. Haben wir es jetzt, oder... Der ist ein Teddy. Ja, Googie ist so ein Teddy, so ein Pedobär. Hat er doch mal immer gesagt. Okay, ihn kann ich jetzt nicht mehr so oft usen, weil sonst drehen die Ratten wieder durch und das ist nicht so geil.
Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Vorsicht, es geht runter. Und das Ganze bitte schnell und zügig. Weil die Ratten sind gefährlich nahe. Ich habe keinen Bock zu sterben jetzt. Wenn wir den Abschnitt geschafft haben. Sonst, Jungs, erzählt, was macht ihr? Wie geht's euch? Was habt ihr heute noch vor? Sieht sicher aus. Ja, sicher genug. Ja, der Kopf. Da ist es! Amicia! Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ja, schrei noch ein bisschen rum, klar. Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Ich find's lustig, weil ich traue ihm noch nicht ganz. Alles noch ein bisschen strange. Aufmachen! Aufmachen! Hab dich! Das war's dann für dich! Der Graf braucht dich nicht lebend! Quicktime-Events. Doch, der Graf braucht sie lebend. Vielleicht. Weiß nicht. Vielleicht hat es keiner gespielt. Weiß es nicht. Habt ihr es jetzt? Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Vielleicht. Sehe ich jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wir haben eine neue Gefährtin, das ist doch praktisch. Kann ich den jetzt auch looten? Wieder beatmen. Erholung. Nice. Was gibt's denn? Bleibt ruhig, wenn sie angegriffen wird und holt sich schneller von Treffern. Das ist sehr gut. Schneller Tod. Ah, nicht schlecht. Aber das hätte ich gerne. Dann müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und dann... Materialspaltung. Das klingt auch gut. Aber ich bräuchte jetzt nochmal so ein Upgrade-Material. Das wäre geil. Dann könnte ich endlich mal meine Schleuder nochmal so einen kleinen Tick besser machen. Schön, dass ich eine Workbench habe, aber ich kann es auch unterwegs selber. Aber mir fehlt ein Material. Wenn ich das habe, dann brauche ich nämlich keins mehr. Das ist ganz praktisch. Also müssen wir hoffen, dass wir jetzt dann bald eins finden. So, das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Ja, gehen wir schon. So. Praktisch. So. Finden wir noch hier irgendwas? Da unten wäre noch eine Truhe, aber da kommen wir dann noch mal hin. Ich weiß es gar nicht. Was ist das? Okay, das ist nur Grafik. Ja. Mach Sophias Boot los. Komme ich da nochmal raus? Nein. Okay. Der Kessel ist geflickt. Da gibt's nichts mehr. Schade. Schade. Na dann. Schauen wir doch mal, was wir hier noch Schönes Hallo? Finden. Wo ist Hugo? Ich bin hier. Das ist so toll. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja. In die Kabine. Kajüte. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Okay. Na dann. Ah, ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Ja. Ein Anker soll verankern. Sophia, die haben den Anker blockiert. Dreckskerl. Geh zum Steg mit der Kurbel. Da
Damit kann man die Kette bedienen. Zum Steg mit der Kurbel. Hey, der Anker ist auf der anderen Seite des Schiffs, Alicia. Was? Ach so. Ach so, ich muss ihn ja wieder schicken. Warte. Was schreit ihr mich jetzt an? Wenn der Anker blockiert ist, muss ich doch darüber, oder? Ah. Alles klar. Ah, guck mal, ich darf rennen. Ah ja. Aber ich würde mich gerne erst schnell hier umgucken, wenn es recht ist. Da gibt es bestimmt was Schönes, oder? Nö. Scheiße! Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Ja, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Nein. Ja, und wie soll ich mich da um die kümmern? Haben wir irgendwas Brennbares hier? Ach gut, dann nur das und das. So. Und dann machen wir mal Feuer an. Alicia, wie kannst du die Ratten? Da unten sind zu viele Ratten. Wir müssen erst diese Ratten loswerden. Ach komm jetzt. Wie viel soll ich denn noch schmeißen? Dann probieren wir anders. Scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wieder nicht. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Das ist natürlich praktisch, ne? Sind wir hier. So, jetzt kann ich dich lösen. Schuss. Alles klar. Jetzt haben wir erstmal Ruhe. Die Kette blockiert den Anker. Ach echt? Dann los! Da ist ein Gegengewicht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Okay, das heißt, ich mach das nicht, sondern du machst das. War klar. Ich brauche Hilfe. Alles klar. Wir sind fast da. Ja, dann zieh doch mal an. Ich hoffe es. Und bin doch schon dabei. Lichten wir den Anker und segeln los. Richtig. Lichten wir den Anker. Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das deswegen sind wir unterwegs, oder? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Alicia, geht es jetzt los? Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine! Ja, Captain! Also dann zurück zum Anker. Na komm. Welche Richtung jetzt? So. Hey! Wir sind frei! Endlich frei! Ja, klar. Gut, Gas. Sehr gut. Und jetzt hisst das Großsegel. Aufs Oberdeck. Ei, ei, Captain. Ei, ei, Captain. Aufs Oberdeck. Gleich geschafft. Ich gehe nach Backbord. Na gut. Ich zur anderen Seite. Auf dein Signal. Ja, was jetzt? Steuerbord wahrscheinlich, ne? So, jetzt. Ja, wir schaffen es. Wir kommen hier weg. Ja, komm.
Scheiß, das was? Das rollt sich bei mir nicht ab. Sollte es aber. Sophia, komm. Was jetzt? Oh, war ja klar. Komm, sag was. Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir's los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heilen. Was ist los? Aha. Nichts. Mach dich bereit. Wir segeln nach Laguna. Laguna. Wir fahren nach Laguna. Du schaffst das, Amicia. Ach, da. Tut meinem Boot nicht weh. Nein. Sie ist gut. Hallo. Willkommen. Amicia, schnell! Ich dachte schon. Amicia, wir segeln. Hörst du nicht? Wir segeln. Auf ja. Dem Meer. Wir segeln. Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Ja, eigentlich schon. Schon gut, ich hab dich ja. Nach Laguna! Endlich. Kapitel 7.